Guten Abend zusammen. Allerbesten Bämmen zusammen. Ich melde mich heute mal wieder aus dem Bett. I spent the day in bed. Very happy I did. Yes, I spent the day in bed. Kennt ihr eigentlich? Entschuldigung, habe ich gerade eine SMS bekommen. Kennt ihr eigentlich Morrissey? Morrissey, den Sänger von der Band, wie hießen die damals noch? The Smiths? Ihr kennt ihn auf jeden Fall. Aber der ist nicht mehr besonders beliebt in den Medien. Da wird der immer als Narzisst und alles Mögliche bezeichnet. Ganz, ganz schlimmer Typ und Verschwörungstheoretiker. Stephen Patrick Morrissey ist ein britischer Sänger, der unter anderem für seine kontroversen Texte und provokanten öffentlichen Äußerungen bekannt ist. Als Künstlername verwendet er seinen Nachnamen und wird von der Musikpresse und vielen Fans kurz Moss oder Mosser genannt. So, genau, von der Band The Smiths damals. Ihr erinnert euch, Our House. In the middle of the street, our house. Ein super kontroverser Text. Nee, mit kontroversen Texten sind natürlich ganz andere Lieder von dem gemeint. Zum Beispiel, Spend the day in bed. Pretty provocative und also sehr provokant. Und super kontrovers. Denn in diesem Lied, da rät er doch tatsächlich den Menschen, einfach mal einen Tag im Bett zu bleiben. Und vor allem keine Nachrichten sich anzuschauen. Because the news contrives to frighten you. Weil die Nachrichten wollen, dass du Angst hast. Das ist, wonach die streben, nach deiner Angst. Ich empfehle Morrissey. Den Song, den ihr alle kennt und über den ihr noch nie so richtig nachgedacht habt, vermutlich. Panic in the streets of London. Panic on the streets of Birmingham. I wonder to myself. Could life ever be sane again? In diesem Lied. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Geht's nämlich um Jimmy Savile. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Hang Jim Savile, hang Jim Savile. Hang Jim Savile, hang Jim Savile. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Kennt ihr Jim Savile? Das ist dieser Skandal gewesen. Als Jim Savile starb, da, es gab schon vorher immer so Verdachtsmomente, dass der pädophil und grausam, sadistisch, alles Mögliche sein soll. Genau, und als er dann gestorben ist, da hieß es dann plötzlich, stimmt, der war total schlimm, ganz, ganz schlimm pädophil, außer ihm, sonst niemand hier im britischen Königshaus oder so. Klar war Jimmy Savile super berühmt und beliebt und ist zum Ritter geschlagen worden und hatte eine Fernsehsendung mit Kindern irgendwie und war irgendwie ständig im Dunstkreis des britischen Königshauses und ja, zum Ritter geschlagen halt und so. Aber konnte ja keiner wissen, dass der sadistisch und pädophil ist. Und es war nur der, versprochen. Das war kein Netzwerk, das war kein Ring. Es war nur Jimmy Savile ganz allein, der einzige böse Mann auf der ganzen Welt. So, ich weiß ja nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber so wird es ja gerne mal gemacht. Wenn zu häufig Verdachtsmomente entstehen über eben solche Gruppen, dann gibt's halt irgendwann mal irgend so ein Opferlamm. Das war Jimmy Savile oder Epstein oder, versteht ihr? Oh, ein einzelner Täter, der ganz alleine Unsinn gebaut hat und jetzt sind wir alle in Sicherheit, denn er ist tot im Gefängnis, sonst irgendwas. By the way, Epstein didn't kill himself. So, lange Einleitung. Was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach nur, es gibt heute eine Folge Bimotional aus dem Bett, weil ich mich völlig ausgelaugt fühle. Wie war euer Weihnachten? Habt ihr ein frohes neues Jahr? Wir müssen heute mal dringend über Vampire reden.
Also, Vampire sind super gefährlich. Ihr kennt die aus Fernsehen und Büchern und, und. Was ihr wisst, ist, sie saugen euch euer Blut aus. Was ihr nicht wisst, ist, die müssen dafür nicht immer total schreckenserregend aussehen. Und Blutaussaugen fühlt sich sogar manchmal an wie eine Dienstleistung. Also wenn du zum Beispiel bei der Dialyse sitzt und dein Blut gereinigt wird, dann ist das ja eindeutig ein Service. Und trotzdem wird dir Blut abgesaugt. Da gibt es viele feine Nuancen des Vampirismus. Man muss gut aufpassen. Woran erkennt ihr Vampirismus? Ganz einfach. Eure Energie ist plötzlich weg. Ihr umgebt euch mit irgendwelchen Menschen und nichts passiert. Also ihr macht nichts Besonderes, was irgendwie deine Energie fordern würde. Aber nachdem du dich mit denen getroffen hast, bist du völlig fertig mit der Welt. Völlig müde. Du kannst eigentlich nur noch ins Bett und kannst alles vergessen. Du bist höchstwahrscheinlich einem Vampir begegnet. Und über die müssen wir jetzt mal reden, weil vor denen müssen wir uns dringend schützen. Und die kommen in vielerlei Form. Und weil ich jetzt schon wieder so blutleer bin gerade, dauert es ja auch so ewig, bis mein neues Video rauskommt. Und darum heute mal aus dem Bett. Vampire sind nicht nett. Wenn man so von Blutsaugern spricht, dann denken die meisten Menschen halt so an so eindeutige Dinge. Ein Chef, der irgendwie dir eine Aufgabe nach der anderen auf den Tisch legt, der eindeutig deine ganze Kraft saugt für sein Unternehmen und sein Geld verdienen. Ein narzisstischer Mensch, der andere Menschen ausbeutet in seinem Umfeld. Und, und. Das Problem ist aber, ein Vampir kann auch total nett daherkommen. Und oft wissen eigentlich, ich würde mal sagen, in 98% der Fälle, das ist eine BEM-Schätzung, in 98% der Fälle wissen die Menschen gar nicht, dass sie gerade Vampire sind und Blut saugen. Vermutlich würden diese vielen, vielen Vampire sogar, wenn man sie im Moment des Blutsaugens drauf ansprechen würde, sagen: Hä? Hä? Ich bin voll nett. Und wenn man die Blutsauger darauf anspricht, dass sie Blut saugen, dann kann es auch häufig richtig eklig werden, wenn die dann ganz unvermittelt aufhören und das Blut noch so rumspritzt. Spaß und Metapher beiseite. Einen Blutsauger darauf aufmerksam zu machen, dass er gerade Blut saugt, macht die Situation oft sehr viel schwieriger. Darum, was will ich euch eigentlich hier erzählen? Was ich euch erzählen will, ist, jeder hat eigene Grenzen und die muss er selber schützen. Wir wollen uns so gerne wehren gegen solche Machenschaften und wir haben das Gefühl, als Gruppe sind wir stark. Das ist aber leider nur bedingt wahr. Wir sind als eine Gruppe von Individuen besonders stark. Eine Gruppe voller souveräner Einzelindividuen. Gruppen an sich kann man vergessen. Warum Gruppengründung nichts bringt, welche Dynamiken da spielen und was vor allem der Geheimdienst da auch noch mit zu tun hat, das können wir uns gerne mal ein andermal angucken. Ich kann euch aber jetzt schon mal so als Faustregel sagen, Gruppen werden nichts. Also versucht nicht, euch in Gruppen zusammenzuschließen. Umso erfolgreicher eure Gruppe Frieden für alle versprechen könnte, desto eher wird sie eh zersplittet und zerspaltet werden. Und zwar sehr, sehr schnell. Und zwar von den Blutsaugern, die das so professionell machen, dass da nicht mehr viel übrig bleibt. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Deswegen, zunächst einmal müssen wir alle lernen, unsere eigenen Grenzen zu wahren. Wir wollen ein Hoheitsgebiet sein. Ich bin ein Hoheitsgebiet. Du bist ein Hoheitsgebiet. Wir alle sind unsere eigenen Hoheitsgebiete. Und wir müssen zuerst mal lernen, unsere Grenzen zu schützen. Und zwar deine eigenen Grenzen, bevor du dann irgendwann vielleicht auch deutsche Grenzen schützen kannst oder von deinem eigenen Staat oder wohin auch immer wir uns bewegen. Ich werde jetzt sicherlich keine Einschränkungen unserer Visionen hier vornehmen. Alles, was ich sage, ist, erst schützen wir unsere Grenzen. Und das Grenzen schützen, es ist nämlich einfach sehr viel komplizierter, als sich das erstmal so anhört.
Also die erste Fehlannahme über Vampire ist, dass die alle böse sind und das alle völlig mit Absicht machen. Na, das ist schon mal direkt falsch. Wenn du als Vampir geboren wirst, musst du dich von Blut ernähren. Wird man als Vampir geboren? Okay, wieder ein anderes Thema. Man wird nicht als Vampir geboren. Also jedenfalls nicht in dieser Metapher, die ich hier benutze. Wir reden ja jetzt nicht von echten Vampiren mit so spitzen Eckzähnen, die Angst haben vor Knoblauch und Holzkreuzen, sondern wir reden ja jetzt von Leuten, die deine Energie saugen. Und ich habe ja schon die steile These aufgestellt, dass die das gar nicht mit Absicht machen, in der Regel jedenfalls. Deswegen, wir lernen recht schnell, uns abzugrenzen von diesen bösen Vampiren. Also sobald ich erkenne, huch, das ist ein Energiefresser, jemand ist bösartig und will mir eigentlich nie irgendwas Gutes, dann fällt es mir recht leicht, meine Grenzen zu setzen. Schwieriges Thema. Die meisten Leuten fällt es gar nicht so leicht, Grenzen zu setzen. Aber egal, lassen wir das jetzt erstmal sein. Jemand, der böse ist, der kann so schnell sagen, stopp, keinen Schritt weiter. Raus aus meinem Energiefeld. Das Problem ist, die meisten Menschen kommen sehr nett daher, wenn sie deine Energie saugen und meinen das nicht so. Und eigentlich können sie einem auch nur leid tun. Und das ist auch übrigens oft der energiesaugende Vorgang, der passiert. Oft sind es Leute, die tun dir so doll leid, dass du die ganze Zeit über deren Leid nachdenkst, anstatt über deine eigenen Dinge. Empathisch sein ist gut. Aber wir wissen alle, ich kann keinen vorm Ertrinken schützen, wenn ich nicht selber eine Luftkissenweste habe oder sowas oder ein Superschwimmer bin. Ihr versteht schon. Man muss sich ja erstmal selber retten können aus so einem tiefen, dunklen Gewässer, bevor man anfängt, andere da rauszuziehen. Also, wie auch schon so bei so vielen anderen Dingen im Leben, muss man sich bei Vampiren gar nicht auf den anderen konzentrieren und sich fragen, ist der andere ein Vampir? Die Frage ist immer lieber, fehlt mir gerade Energie? Fehlt mir Energie? Ist die einzige Frage, auf die ihr euch konzentrieren müsst. Und dann könnt ihr die Faktoren rausfinden, wenn ihr keine Energie mehr habt, wo die so überall hingegangen ist. Und oft sind es Menschen, die ihr wirklich richtig lieb habt, zum Beispiel. Als jemand, der so irgendwie alle Formen von Missbrauch schon erlebt hat in seinem Leben, gibt es immer eine Sache, die mich eigentlich am allermeisten stört. Und die kommt halt in vielen Farben daher. Und sie nennt sich Übergriffigkeit. Jede Form von übergriffiger Handlung ist ein Eingriff in dein Wirken, in dein Energiefeld und ist im Grunde immer schlecht. Beispiel gefällig. Du hältst gerade eine Betriebsanleitung in der Hand für deine neue Waschmaschine. Du sitzt da so und guckst ein bisschen schräg, weil die sind manchmal ja wirklich lustig übersetzt aus dem Chinesischen oder so, diese ganzen Betriebsanleitungen. Und du liest also gerade so, ziehen Sie den Deckel über die Lasche mit dem Knopf über den Punkt, wo off steht. Und dein Gesicht so, hä? Und dann kommt jemand, reißt dir diese Betriebsanleitung aus der Hand und sagt, lass mal sehen, ich weiß, ich glaube, ich weiß. Und tatsächlich repariert er dann auch die Waschmaschine oder macht halt das, löst das Problem. So. Jetzt würde niemand auf die Idee kommen, glaube ich, dass das ein Vampirsauger, ein Vampir oder ein Energiesauger war, oder? Weil er hat ja was Nettes gemacht. Nee, nee. Das ist gar nicht so nett. Und deswegen kennen bestimmt auch viele von euch das Gefühl, dass es sich das gar nicht gut anfühlt, wenn man einfach sowas aus der Hand genommen bekommt. Also ich zum Beispiel reagiere genau da super allergisch. Vorsichtig, falls ihr nett zu mir sein wollt, nehmt mir bloß nichts aus der Hand. Das geht mächtig nach hinten los. Das gilt für so viele andere Dinge. Dinge, die im ersten Moment zwar irgendwie gut wirken.
oder hilfreich wirken. Letztlich hat es nur den Effekt, du konntest dir selber nicht helfen, du fühlst dich ohnmächtig und hilflos, obwohl du es vielleicht ja sogar selber hinbekommen hättest. Und dieser andere Mensch hat sein Ego aufpoliert. Hat er dir geholfen oder hat er dir unter die Nase gerieben jetzt, dass er der geilere Problemlöser ist? Das ist eine gute Frage, ne? Es ist ja jetzt aber auch nur ein Beispiel, was jetzt so spontan mir eingefallen ist. Es gibt dafür tausende, tausende Beispiele. Was ich euch sagen möchte ist, wir haben immer Angst davor, andere Leute zu verurteilen, oder ich auf jeden Fall. Und deswegen tun wir uns schwer damit, jemandem vorzuwerfen, dass er irgendwas tut, was uns schadet. Gerade wenn das so uneindeutig ist. Deswegen ist die wichtigste Faustregel gegen Vampirismus: Du brauchst nicht auf die anderen gucken. Guck einfach auf dich. Hast du Energie? Und wenn nicht, wer hat sie? So, und gerade wir Empathen haben da ein riesiges Problem. Denn wir machen eigentlich alles zu unserem Problem und wir wollen allen helfen irgendwie und wir wollen gerne Harmonie und Frieden und. Und wenn du zum Beispiel ein anderes Beispiel von einem Vampir, den wahrscheinlich viele von euch Empathen in seinem Freundeskreis haben, und zwar ein anderer Empath, der auch sehr sensibel ist, sehr feinfühlig, bei dem das aber irgendwie ausschließlich dafür sorgt, dass dieser Mensch immer traurig ist und viele Probleme hat und eigentlich eine Panikattacke nach der nächsten. Viele von uns Empathen haben so jemanden im Freundeskreis. Und wir wollen die auch nicht aufgeben und wir müssen die auch gar nicht aufgeben. Wir können die weiter lieben. Wir müssen halt nur immer auf unsere Grenzen aufpassen. Und wenn ich euch sage, ihr schützt euch vor Vampiren, dann meine ich nicht, nehmt einen Holzflock und haut den in ihr Herz. Sondern nehmt mehrere Holzflöcke und flock, 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 flock. Errichtet einen Zaun um euch und euer Energiefeld. Eine Sache an dieser gegenwärtigen Zeit gerade ist ja gar nicht so schlecht. Was mich schon immer genervt hat in Supermärkten oder Menschenansammlungen: ein respektvoller Abstand ist eigentlich eine schöne Sache. Ich stelle mir immer gerne vor, jeder von uns hat um sein Herz herum so ein ungefähr 1 Meter weites Energiefeld, so ein Torus. Der geht um euch alle rum und das ist euer Bereich, euer Tanzbereich, wie man so schön sagt. Und ich finde es eigentlich immer schon ganz schön, wenn Leute nicht in meinen Tanzbereich reintanzen. Sei es jetzt an einer Supermarktkasse, in irgendeiner Schlange, am Ticketschalter, weiß der Geier wo, beim Eintreten in S-Bahn und Busse. Da sei das vielen von euch mal gesagt, haltet ruhig mal gebührend Abstand, nicht nur wegen irgendwelcher Krankheiten, sondern einfach aus Respekt. Das wäre schon eine schöne Welt. Auch eine gute Faustregel ist, wir müssen sowieso nie irgendwas gegen oder für die anderen tun, sondern für uns. Du kannst immer nur mit deinen eigenen Empfindungen rausfinden, was jetzt gerade das Richtige für dich ist. Und das kannst du tun. Natürlich kannst du dabei Rücksicht auf alle anderen nehmen, sodass du vor allem nicht einfach in deren Tanzbereiche reinschlitterst zum Beispiel. Aber in erster Linie hilft jeder sich selbst. Was habe ich am Anfang gesagt? Wir brauchen eine Gruppe aus Individuen, gibt es im Grunde genommen nicht. Wir brauchen eine Masse an Individuen, die in dieselbe Richtung stoßen. Wir wollen keine Gruppenbildung. Wir müssen vor allem lernen, dass jeder für sich selbst verantwortlich die eigenen Schritte gehen kann. So, und da sei uns Empathen nämlich auch unbedingt gesagt, du kannst niemanden mitziehen in die Revolution. Du kannst die Leute nicht auf den Schultern dahin bringen. Du kannst sie nicht dahin zerren. Du kannst gar nichts. Du kannst zur Revolution gehen. Und deine Freunde, die dafür nicht stark genug sind, können halt nicht zur Revolution gehen. Blöd gesagt. So. Ist aber nicht deine Verantwortung. Und klar habe ich auch so den ein oder anderen Freund im Bekanntenkreis, den ich auch gerne mitzerren würde in die Vision, die ich habe. Ist aber nicht meine Aufgabe und wird auch nie möglich sein. Wenn ich das aber versuche,
investiere ich super viel Energie von mir in einen anderen Menschen und das ohne, dass daraus jemals irgendwas wird. Ihr kennt das, glaube ich. Ihr habt, ich schwöre, jeder von euch hat so jemanden im Freundeskreis. Und vielleicht seid ihr es auch selbst manchmal. Ich bin es auch manchmal selbst. Man muss das dann halt reflektieren. Aber auch ich habe hin und wieder mal das Bedürfnis, ich will ein kleines Mädchen sein und mich auf irgendjemand anderen draufschmeißen und einfach nur jammern, wie furchtbar alles ist. Und der soll das dann wegmachen oder der soll mir einfach wenigstens zuhören oder ich möchte einfach in dieser Opferrolle mal kurz sein. Wir alle haben das manchmal und das ist auch okay. Man darf jedes Gefühl, das es gibt, fühlen. Man darf auch im Grunde genommen jeden Fehler, den es gibt, mal machen. Naja, jeden. Weil ich meine, am Ende lernt man aus jedem Fehler. Man trägt für jeden Fehler die Konsequenzen selbst. Also achtet bitte ganz, 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 ganz genau auf eure Energien. Wenn ihr zum Beispiel einen Freund habt, der jetzt schon über Monate, vielleicht sogar schon über Jahre, immer dasselbe Problem hat, dann müsst ihr lernen, spätestens beim dritten Mal, wo dieser Mensch mit diesem Problem schon wieder anfängt, zu sagen, mir scheint, mit diesem Problem hast du häufiger zu tun. Da musst du mal gucken, ob das nicht irgend so ein Muster ist. Und falls du ein Muster findest, musst du unbedingt dran arbeiten, denn mir scheint, na, vielleicht sagt man zu Leuten auch nicht, musst du unbedingt dran arbeiten. Vielleicht eher, ich habe den Eindruck, dass das so eine Art Grundproblem ist, um das du dich vielleicht zuerst kümmern musst. Man kann es ja auch erstmal freundlich sagen, man kann sich ja auch steigern, man kann den Leuten langsam klar machen, bis man ihnen irgendwann sagt, du, ich werde mich nicht um deine Probleme kümmern. Ich will dir gerne helfen, ich will dir gerne helfen, dir selber zu helfen. Du hast nichts davon, wenn ich dein Problem löse. Denn mir scheint, die Probleme von Menschen sind eigentlich immer dieselben. Jeder hat so sein eigenes Grundproblem, wie in so einer Spirale, die sich immer näher an das Ziel, an den Punkt, den heißen Punkt ranbrennt, an den Brennpunkt. Sind Plasma, Elektroplasma-Spiralen, immer näher an den Punkt. Und die Leute lernen, ihre Probleme ja nur zu lösen, indem sie sie versuchen zu lösen. Und jeder hat da seine eigenen Aufgaben. Und du kannst nicht die Probleme der anderen lösen und du musst den anderen das auch klar machen. Als ein guter Freund ist es durchaus deine Aufgabe, dem anderen irgendwie respektvoll zu sagen, er muss seine Probleme selber lösen. Damit der nämlich auch ein souveräner, erwachsener Typ wird, mit dem du eine Revolution machen kannst an deiner Seite. Wenn du deinen Freunden helfen willst, wenn du willst, dass die stark werden, trau dich ihnen das zu sagen. Trau dich ihnen zu sagen, dass sie selber stark werden sollen. Ich muss das auch immer wieder in meinem Leben machen. Solche Prozesse hören nie auf. Wir dürfen nie aufhören zu reflektieren. Ich war jetzt wieder, es ist 7:07 Uhr. Ich war jetzt wieder monatelang völlig ausgenockt. Anderthalb. Und das liegt zum einen daran, dass halt Dezember ist und ich meine, das Licht wird weniger, die Energien werden schlechter. Ich habe tausend schlechte Erinnerungen an traumatische Weihnachtsfeste. Aber meine Tochter und ich haben das dieses Jahr eigentlich richtig gut hingekriegt. Wenn nur sie und ich das feiern, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn da nicht die ganzen anderen Irren dabei sind mit ihren ganzen, ja, die ganzen anderen Vampire, also. Meine Familie ist eigentlich ein super Beispiel. Da gibt es eigentlich fast nur Vampire. Solche, die es mit Absicht tun und solche, die einfach nicht aus ihrer verdammten Haut rauskommen. Die gar nicht wissen, was sie tun. Wie dem aber auch sei, wenn man so einen heiligen Abend feiert, der diesen Abend verdient, das ist schon mal ziemlich gut. Hatte ich dieses Jahr. Aber die Vorbereitungszeit darauf hin und. Ganz zu schweigen von Politik und dem ganzen anderen Quatsch, der da gerade so durch den Äther schwebt. Es hört nie auf. Die Wahrung deiner Grenzen ist eine tägliche Aufgabe. Und wenn ich irgendwas in den letzten 3 Jahren gelernt habe, dann stabile Grenzen sind die Grundvoraussetzung
für deine psychische Gesundheit. Zuallererst musst du den Raum schaffen, in dem du heilen kannst. Dafür sind Grenzen super wichtig. Und die sind auch so generell groß so im Großen und Ganzen auch einfach super wichtig für unsere große deutsche Frage, für das andere Thema, was uns alle bewegt. Wir wollen ein Hoheitsgebiet schaffen. Fang bei dir selber an. Schaff dein eigenes Hoheitsgebiet. Und das Erste, was du brauchst, sind stabile Grenzen gegen Vampire. Lass Vampire nicht in deinen Hoheitsbereich. Was du bitte auch nicht machst, ist jetzt durch die Gegend rennen und sagen, bäm, du bist ein Vampir, bäm, du Vampir, 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 Vampir. Wie gesagt, bleib bei dir. Was sich reimt, ist gut. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Fehler der anderen zu identifizieren. Es ist unsere Aufgabe, unsere Fehler zu identifizieren. Jeder für sich. Und die auszugleichen und zu bearbeiten und loszuwerden. Lass die anderen mal machen. Die kriegen das schon hin. Zum Update. Das noch, zum Update. Ich habe jetzt Hilfe im Schnitt von Ambi. Wir arbeiten zurzeit an dem dritten Teil von diesen Verträgen und Handelsrecht-Gedöns. Wir sind, glaube ich, recht weit. Ich hoffe, dass wir in dieser Woche damit fertig werden. Was gibt's noch Neues? Ich wünsche euch ein energievolles, positives, positiv energievolles, gesundes, erfolgreiches, souveränes, sicheres sicher im Sinne von selbstsicher. Und ein Jahr 2021 voller Fülle und voller allem, was ihr euch wünscht und auch verdient habt. Also auf ein gigantisches 2021. Wir fangen jetzt alle bei uns selber an und kümmern uns um unseren Und dann braucht man sich eigentlich irgendwann auch gar nicht mehr um die anderen zu kümmern, wenn wir damit erstmal anfangen. Was die meisten Menschen an Energie auch falsch verstehen, ist, dass man irgendwie, dass das so ein... Du gibst Energie zu jeder Sache, wo du dich hinwendest. In dem Moment, wo du Covid-Maßnahmen kritisierst zum Beispiel, gibst du dich übrigens auch der Covid-Energie hin. Lass doch mal die ganzen Energien Energien sein. Bleib doch mal bei dir selbst und frag dich, warte mal, was ist denn bei mir eigentlich los? Was habe ich eigentlich für eigene Leiden, Krankheiten? Welcher Muskel tut mir weh, wann und wieso? Warum habe ich schon seit 100 Jahren diesen chronischen Husten? Wieso habe ich hier hinten eine Macke am Kopf? Wieso reagiere ich eigentlich immer so traurig, wenn, keine Ahnung, wieso bin ich immer wütend auf den Nachbarn, wenn der die Tonne rausstellt? Oder da wird schon irgendwas geben. Ihr werdet schon irgendwelche Gefühle haben. Ha, stopp, Gefühle. Gefühle sind immer. Es gibt auch Emotionen. Energy in Motion, sage ich immer. Emotion. Das ist Energie in Motion, in Bewegung. Deine Gefühle sind voll okay und immer da und erforscht die mal, was das für Gefühle sind und warum. Eine Emotion ist was anderes. Das ist Energie, die sich bewegt. Das kennen wir alle, wenn. Das ist so irgendwie, du kriegst eine Nachricht am Telefon, da steht, du blöde Kuh, dich lade ich nie wieder zu meinem Geburtstag ein. Du liest das und dann so Feuerwerk, denn
die Energie rast irgendwie in deinem Bauch bis zur Brust und wieder runter und hoch und keine Ahnung, wo es bei dir passiert, aber es ist wie ein, du spürst die Energie, die sich bewegt. Das sind Emotionen, Energy in Motion. Und die ganzen Emotionen, find die mal bei dir raus, was, wo wird das ausgelöst und wie kannst du dann wieder Ruhe herstellen. Die Emotion, die Energie, die sich bewegt, kommt von irgendeinem Gefühl, das irgendwo festsitzt. Immer wenn der Nachbar die Tonne rausstellt, kriegst du die totale Krise, du willst den erwürgen. Ja, aber warum? Warum denn? Und dann überleg mal, was ist das für ein Gefühl? Das kommt immer von hier. Hier von meiner Milz irgendwie, da habe ich so eine Wut. Die geht immer los, wenn ich das Geräusch von dieser rollenden Tonne höre. Das hat vielleicht gar nichts mit dem Nachbarn zu tun. Vielleicht ist das dieses Geräusch. Und das erinnert dich daran, wie immer, wenn du früher als Kind die Tonne rausgestellt hast, was weiß ich, dein Vater diese Zeit genutzt hat, um deine Mutter zu kneifen. Und immer, wenn du zurückgekommen bist, hat die geweint. Schwachsinniges Beispiel. Egal. Es gibt gute Gründe, warum Energien in dir in Bewegung sind. Find halt raus, warum und lass die anderen in Ruhe. Lass die mal, weil die haben ja alle selber ihre eigenen Emotionen und so weiter. Sollen die mal damit klarkommen und du kommst mit deinen klar. Und das, meine Lieben, ist eigentlich das Wichtigste, was man über Vampirismus wissen muss. Vampire sind immer die anderen, denkt man sich so. Naja, dann lass doch alle anderen sein. Egal welche, worum es geht, das Prinzip sollte immer lauten, du fängst bei dir an. Und alle anderen können dir total egal sein. Und wenn das jeder macht, dann sind auch irgendwann alle ziemlich friedliche und souveräne Leute und keine Vampire mehr. Klar kannst du das nicht für die anderen bestimmen, aber na, ihr versteht das Prinzip. Lass die anderen in Ruhe. Ist egal, wer ein Vampir ist und ist alles egal. Wir müssen niemanden identifizieren, wir müssen niemanden korrigieren, wir müssen nur uns selbst erkennen und korrigieren. Und das ist eine krasse Aufgabe. Und wenn du damit noch nicht angefangen hast, dann ist das doch jetzt einfach mal ein super Vorsatz für 2021. So. Bam, ihr Lieben. Ich hab jetzt wieder die ganzen Energiefresser aus meinem Tanzbereich entfernt und hoffe, dass ich dann demnächst wieder ein bisschen mehr Schwung habe. Wohlan! Durch die Angst ins Vergnügen. Und zwar ohne Holzflock und Knoblauch, sondern mit einem starken Herzen. Bis bald!